Jo, servus Leute. Ich laufe hier gerade hoch im Wald. Wir sind in Heidelberg und ich stehe da unten auf dem Parkplatz. Ich bin hier mit Manu und noch ein paar anderen Leuten und ich bin gerade Shuttle gefahren. Wir shuttlen mit zwei VW-Bussen hier in Heidelberg. Und ich laufe denen jetzt gerade mit der Kamera entgegen, ein paar coole Fotos machen. Und hoffe, dass die nicht zu schnell sind für mich. Sorry, wenn ich so keuch wie der letzte Mensch, aber es geht bergauf. und jo, ich gehe ein paar Bilder machen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ich denke, es geht gleich Richtung GoPro für euch. Ein paar Trails fahren, wenn ich dann auch wieder auf dem Rad sitze. Wir wechseln uns ab mit dem Fahren. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und würde sagen, let's go, viel Spaß. Ja, Leute. Der Melvin, der Lenker, hat was gemacht. Heute würde ich sagen. Okay. Wow, Sabine was hier. Keine Ahnung. Just whip it. Oh, ich kann es üben. Also, kein Plan, wo die Jungs herkommen. Ah, nass! Ich glaube, Tübingen, Stuttgart, so die Richtung kommen die Jungs her. Und ja, ich bin in diesem Trail hier noch nie gefahren und ich glaube. Oh, ich bin hier noch nie gefahren. Sabine, was hast du getan? Oh, ja. Achtung, eng! Alter, ist es eng! Ganz falsch unterwegs. Oh! Huh!
sehen. Oh, das macht Spaß. Oh yeah, Road Gap for the win! Ja, geil, Mann! Oh, fuck! Yes. Yo. Oh, Sprung! Also. Oh, out of control! Alter! Was ist das? Hilfe! Einfach ausgewaschen des Todes. Alter! Ah, Durchschlag! Yo, servus Leute, ich melde mich jetzt mal hier von zu Hause und zwar wegen der Manual-Maschine, die ich da gebaut habe. Und zwar habe ich da eine Instagram-Story davon gemacht und ganz viele von euch haben mich gefragt, wie ich das Ding denn gebaut habe oder wie das funktioniert. Und deshalb erkläre ich euch da jetzt ganz bisschen was dazu. Und zwar habe ich einfach hier erstmal ein Grundbrett genommen. Das geht hier komplett nach vorne und da müsst ihr einfach schauen, dass euer Fahrrad da drauf passt. Ich sag euch extra keine Maße zu dem ganzen Ding, weil jedes Fahrrad unterschiedlich ist und ihr habt auch alle unterschiedliche breite Reifen, deshalb bringt das nichts, wenn ich euch da jetzt irgendwelche Maße sag. Also ihr braucht, wie gesagt, erstmal hier diese Grundleiste,
die muss einfach so lang sein wie euer Fahrrad, beziehungsweise ein Stückchen länger, sodass das Fahrrad mit dem Vorderreifen gerade noch vorne auf dem Brett steht und hinten schon noch ein gutes Stück übersteht, damit ihr da einfach noch ein bisschen Platz habt, damit es nach hinten stabiler wird, weil ihr manual nachher euch nach hinten lehnt. Also ihr seht, nachher stößt hier mein Hinterrad an und das Brett geht aber noch bis da hinten weiter. Genau, dann braucht ihr ein Brett, das ich euch gerade gezeigt habe, das hier, das das Hinterrad festhält. Und das muss gut verschraubt sein, weil da kommt nachher das ganze Gewicht drauf. Genau, das habe ich einmal von unten auf dem Brett festgeschraubt. Guckt, dass von dem Brett, wenn ihr da euren Hinterreifen dagegen stellt, bis davor euer Fahrrad einfach hinpasst. Das ist einfach genau richtig, weil euer Fahrrad dann hier anschlägt. Dann müsst ihr euch hier so eine Box bauen mit zwei Latten rechts und links und hier diesen Querverstrebungen. Die Querverstrebungen halten das Brett dann nachher fest, damit das auch wirklich richtig stabil ist. Und da vorne habe ich noch ein kleines Brett hingeschraubt, dass das Vorderrad nicht nach vorne rutschen kann. Ja, bei den zwei Latten müsst ihr einfach euren Hinterreifen ausmessen, wie breit der ist und dann den Abstand machen. Wichtig ist, dass der Reifen da richtig schön drin klemmt, dass der stabil ist. Also nicht, dass ihr da den Abstand zu breit macht, sodass der drin rumwackeln kann. Bei den Querverstrebungen hinten ist es ganz arg wichtig, dass ihr die nicht zu lang macht, weil wenn die zu lang sind, dann geht die Kraft, die Seitenkraft, die ihr beim Manual unter Umständen habt, wenn ihr auf die Seite kippt, auf die Felge und ihr wollt aber, dass, man will aber, dass die Reifen, dass diese Seitenverstrebungen nur den Reifen betreffen. Also dass hier die Felge nicht dazwischen ist, sondern dass da nur der Reifen gedrückt wird, weil sonst ist ziemlich gefährlich für eure Felge. Bei mir ist es nicht so schlimm, weil ich Carbonfelgen fahre, da verbiegt sich nicht so viel, es wäre schlecht. Vor allem bei Alulaufrädern, da kriegt ihr ganz schnell einen Achter rein oder die Speichenspannung verändert sich einfach und so. Deshalb müsst ihr da aufpassen, dass es wirklich nur auf Reifenhöhe ist. Das werdet ihr dann sehen, wenn ihr es baut. Ich zeige es euch gleich nochmal. Ich stelle das Fahrrad gleich mal rein. Ja, im Endeffekt war es das auch schon im Großen und Ganzen. Hier hinten habe ich noch so eine Querverstrebung gemacht, damit man da einfach nicht zur Seite kippt. Ja, die ist jetzt bei mir, ich glaube, rechts und links jeweils einen Meter breit, dass ihr da einfach genügend Stabilität habt nach rechts und links, dass das ganze Teil stabil steht und nicht nach rechts und links kippen kann. Und ansonsten, wie gesagt, hier vorne das kleine Brett, damit der Reifen richtig schön in den Kasten reinpasst. Das zeige ich euch dann aber gleich alles nochmal, wenn das Fahrrad drin steht. Und genau, als letzten Punkt noch habe ich hier vorne ein Seil angeschraubt mit einem Karabiner und einer Schlaufe. Und genau, da hänge ich einfach mein Vorderrad ein. Das Seil ziehe ich durch mein Vorderrad durch und hänge es im Karabiner ein. Das müsst ihr ausmessen, damit ihr bei dem Überkipppunkt nach hinten das Seil habt, dass man einfach nicht nach hinten fallen kann. Das hält dann das Vorderrad fest und dann könnt ihr nicht nach hinten fallen, wenn ihr zum Beispiel wie ich mit Klickpedalen das Ganze macht. Genau. Aber ansonsten gibt es da nicht groß viel zu sagen. Sonst noch, wie gesagt, Maße sage ich jetzt keine, weil jedes Fahrrad von euch unterschiedlich ist. Jeder Reifen ist anders breit und manche von euch fahren 27,5, ich fahre 29 Zoll. Deshalb ist es immer alles unterschiedlich, deshalb bringt es nicht so viel. Da müsst ihr einfach ausprobieren und es ist mega easy. Ich kann euch nicht sagen, was das Holz so kostet, weil das bei uns noch im Keller rumlag. Und Schrauben, ja, braucht ihr nicht viele. Ich denke, so ein paar Spacks hat vielleicht jeder von euch zu Hause und gibt es auch ganz günstig zu kaufen. Ich habe hier Rigipsschrauben genommen, die gehen leichter ohne vorzubohren ins Holz rein. Ja, ist Geschmackssache, kann, denke ich, auch jeder improvisieren, wie er es will. Und genau, ich stelle jetzt das Fahrrad noch kurz rein und zeige euch es dann nochmal. Und genau, bis gleich. Ja Leute, Fahrrad steht jetzt drin. Und ihr seht hier, das ist das, was ich angesprochen habe, was ganz wichtig ist. Hier darf nur der Reifen von den Teilen gehalten werden, von den Seitenverstrebungen und nicht die Felge. Also bei mir passt jetzt gerade so, bei mir ist die Felge gerade so noch draußen, aber passt da wirklich auf, dass das wirklich nur auf den Reifen geht, weil der Reifen, der kann sich nach rechts und links bewegen, die Felge soll es nicht, weil das ist wie wenn ihr Schläge auf die Felge von der Seite bekommt.
Dann bekommen viele von euch einen Achter, weil ich denke, die meisten von euch Alulaufräder fahren. Und bei mir ist es aber auch nicht gut. Also auch bei Carbonlaufrädern, klar, die sind stabiler und da verbiegt sich nicht so schnell was. Aber da geht das Ganze halt auf die Speichen. Also viel nimmt sich das auch nicht. Deshalb passt da auf, dass das wirklich nur auf den Reifen geht. Und ihr seht, da vorne habe ich einfach einen Anschlag, dass das Vorderrad nicht rausrutschen kann. Und mein Fahrrad steht hier einmal komplett drin und kann sich hier jetzt auch, wie ihr sehen könnt, schwierig mit einer Hand da gut bewegen, ja. Also das funktioniert super. Und wenn ihr dann vorne noch das Seil einhängt, kann auch echt nichts passieren. Genau, ich hoffe, euch hat es gefallen, dass ich euch das mal gezeigt habe. Viele von euch haben gefragt, mich hat es echt überrascht, deshalb habe ich ein separates Video davon gemacht. Genau, aber wenn es euch irgendwie noch was interessiert, wenn euch noch eine Info fehlt, dann schreibt mir einfach, schreibt einfach entweder einen Kommentar oder auf Instagram oder so, dann schreibe ich euch da gern, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt. Gekostet hat es wirklich nicht viel, also ich kann es euch nicht sagen, weil es Restholz war, aber ich denke auch, wenn ihr im Baumarkt geht und euch das kauft, mit günstigem Holz kommt ihr da echt ganz gut hin. Und ja, macht Spaß, sowas mal zu bauen. Geht raus, macht was, macht echt Spaß und ja, lernt Manual, wie ich vielleicht. Werde ich mal sehen, ob mir das weiterhilft. Und genau, ich würde sagen, viel Spaß beim Nachbauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, im nächsten Video. Ich hoffe, euch haben die Clips heute aus Heidelberg gefallen. Und ja, ich komme gerade aufs Finale zurück. Da kriegt ihr dann in die nächsten Videos. Kommen dann, mal den Arm wechseln, die Kamera ist doch schwer. Die nächsten Videos kommen dann aus Finale. Da waren wir jetzt ein paar Tage. Richtig geil, wird übelst cool. Freut euch da drauf. Genau, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, dann zu den Finale-Videos. Würde ich mich drüber freuen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Und bis dahin, haut rein, Leute, macht's gut. Ciao.